Mein Lieblingsthema. Alon. Alon und sein Juice Plus, ja. Alon Juice Plus, das gleiche Ding wie Wemmer. Ich habe ein Video von dem gesehen, wo ich dachte zuallererst war mein Eindruck, der nimmt einfach nur Wemmer aufs Korn, ja, legt sich dahin. Ja, ich habe keinen Bock, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja, also im Endeffekt genau der gleiche Shit. Wie wir das mit dem Karlchen hatten, ja, Alon ist in meinen Augen sowieso nicht so die hellste Birne, ne? Also der ist damit, denke ich, schon bestraft genug, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er sich das auch noch da hinlegt und den Leuten erzählt, dass sie keinen Bock haben brauchen, 8 Stunden am Tag zu arbeiten, indem sie dieses Gesöff verhökern, ja, das ist wieder so, ey, also fehlen mir echt die Worte zu. Das habe ich auch mit dem Matze besprochen bei dem Interview. Das kommt ja auch bald raus. Fehlen mir einfach die Worte dazu, ehrlich. Kriege ich auch wieder richtig so einen Kotzreiz von. Und ich hoffe, dass du irgendwann mal diese Jungs, die du eingelullt hast, dass du sie auf der Straße siehst, sie fragen kannst, und? Wie geht das Geschäft? Gut? Dass sie dir dann wirklich mal sagen, ey, ganz ehrlich, das war der größte Scheißhaufen, den du mir jemals verkauft hast. Ich hoffe wirklich für dich, dass du dann halt auch entsprechend die Quittung für diesen Scheiß bekommst, ja? Ja. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine, wie heißt das, Juice Plus Dose gesehen. Ja, es wird dieselbe Scheiße sein wie bei Wemmer. Es ist halt ein Energy Drink, nicht mehr und nicht weniger. Bei Wemmer haben wir ja hier mit diesem Aloe Vera und Mangostan-Extrakt und bla bla bla, all das Zeug. Das ist so in der Theorie vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber wenn da irgendwie 0,02 Gramm Mangostanextrakt sind, ja, dann kann sich jeder mal mit gesundem Menschenverstand überlegen, wie viele Mikro-, Makro- und sonst irgendwas für Nährstoffe er wohl durch 0,002 Fruchtextrakt zu sich nimmt. Ja? Ich meine, da musst du ja nur mal an einer Birne lecken und hast mehr Mikronährstoffe zu dir genommen und hast dir noch den ganzen Zucker gespart. Mich wundert es ehrlich gesagt auch, dass so ein Alan Gabay dann mit so einem Juice Plus kommt, wenn er schon weiß, Wemmer sorgt eigentlich nur für schlechte Schlagzeilen, dann spare ich mir doch das Thema, weil wirklich Geld verdient haben die damit auch alle nicht. Karl S. nicht mal 3000 Euro im Monat, das ist ja jetzt nicht, sind ja jetzt keine Summen, die so krass sind, wenn man einen Rari fährt. Ja, verstehe ich immer nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es da dann Leute gibt, die nicht ihr Hirn schalten, anschalten können, eine Dose umdrehen, lesen, aha, 0,00 Aloe Vera, aha, 0,00 Mangostanextrakt und was da sonst noch drin ist. Ja, was soll davon passieren? Also, benutzt euren Kopf, gesunder Menschenverstand. Früher, muss man sagen, gab es sowas alles nicht. Früher hat man dann irgendwie in der Woche 5 Kilo Muskeln aufgebaut und jetzt heißt es auch Scheiße, weil wir so eine Mikro-Scheiße da nicht trinken, bauen wir jetzt auf einmal nichts mehr auf oder so. Ist jetzt irgendwie auch so ein Trend geworden neuerdings. Ich glaube, ziemlich alles, was wir essen, reicht einfach aus. Also plus, ich sag mal, plus so Whey oder so, das sind jetzt so andere Geschichten, die kann man natürlich dann dazu ergänzen. Ne? Ansonsten zu Alon, ja. Alon... Hallo? Ja, ich lass es mal lieber. Ja, gib mal den Koko noch. Jetzt bin ich euer Koko krank. Ja, was soll ich sagen? Alon ist ja auch so ein Fitness-Guru. Natürlich wollen die alle so ihre, ach ja, erstmal Juice Plus, ne? Wenn man mich nach Juice Plus fragt, ne? Wisst ihr, wie Roids in den Staaten genannt werden? Juice. Und Juice Plus? Ja, gut. Also Juice Plus ist für mich auch wieder nur Abzocke. Also Finger weg von dem Scheiß und gar nicht erst in den Vertrieb gehen. Gar nicht erst. Im Leben nicht. Ja? Finanziert ihm doch nicht sein Leasing R8. Ja? Dem
Alon. Ja, was soll ich sagen? Ich kenne Alon nicht persönlich. Ich sehe immer nur seine Videos. Nee, nicht mal das mache ich. ich kenne ihn halt irgendwie. So, so vom Sehen. Also so vom, ja, weiß ich nicht. Ist nicht meins, sorry. Ist genau die Zielgruppen orientiert auf 14-, 15-Jährige und verkauft denen einen Haufen Grütze. So. Das ist so meine Meinung zu dem Ding. Und da kann ich einfach nur sagen, lernt aus Wemmer. Wie Marcel schon richtig sagt, schaltet euren eigenen Kopf ein. Ein bisschen selber denken macht schlau und ein bisschen anderen Leuten hinterherlaufen macht arm. Also ist, glaube ich, alles gesagt hier. Verbotene Booster. Verbotene? Verbotene Booster. Ja, mir fällt da eine Geschichte ein zu Check 3D. Ich hatte damals einen Kumpel, als es noch den echten Check 3D zu kaufen gab. Wir haben uns zum Training verabredet und dann habe ich ihn gefragt, und wie findest du den Check 3D? Ja, ist voll scheiße, ich merke immer nichts. War ich so, ja, wie viele Scoops nimmst du denn da? Ja, schon so 2, 3. Dachte ich so, pff, hui, bist aber mutig. Er so, ja, immer voll scheiße, ich merke nichts. Frag ich ja, wie sieht's denn aus? Wann isst du eigentlich das letzte Mal, bevor du einen Booster nimmst? Ja, also eine Stunde vorm Training gibt's immer eine Packung Magerquark und 100 Gramm Haferflocken. Da habe ich gemeint, ja Alter, da könntest du auch eine Nase Speed ziehen und würdest nicht wirklich was merken. Ja, verbotene Booster haben immer einen mega Hype, die haben immer einen mega Zauber, aber das liegt einfach daran, dass die ganzen Konsumenten da draußen überhaupt keine Ahnung haben. Jetzt war DMAA, der Shit wurde verboten. Ja, dann hat man ein bisschen gesucht, dann hat man DMBA gefunden, was im Endeffekt nichts anderes ist als DMAA, nur ein bisschen umgewandelt. Ja, da mal ein Molekül weg, da mal was hin und dann hat man einen neuen Stoff und der ist nicht verboten. Und genauso ist es jetzt auch und genauso ist aktuell in irgendwelchen Boostern was drin, was irgendwann verboten wird. Ich finde es immer so ein bisschen seltsam, dass die Leute 5 Scoops vom verbotenen Booster nehmen. Wenn dann aber einer kommt und sich mal wirklich ein Jahr fundiert Wissen aneignet, was beispielsweise bei einer Testokur mit deinem Körper passiert, wirklich jeden Monat sein Blutbild macht, seine Hausaufgaben macht, das ist dann der Betrüger. Der nimmt Steroide. Ja, das ist der Böse. Aber der sich 5 Scoops Unstoppable reinlatzt und fast an einem Herzkasper krepiert, der ist netti, der gewinnt bei der GNB irgendwas und ja, das ist der Böse. Und da sollten eigentlich die Leute mal echt so anfangen nachzudenken. Nicht alles, was verboten ist, ist irgendwie automatisch schlecht und nicht alles, was legal ist, ist gut. Ja, ich finde es auch total affig, dass hier so rumgesponnen wird, wenn einer ein Tütchen raucht, dann nimmt er Drogen, ja, hau ich mir aber eine Flasche Jägermeister und einen Kasten Bier rein, alles klar, alles easy, darfst nur nicht Auto fahren. Ja, wie ich vorhin schon sagte, schaltet euren Kopf ein und überlegt einfach auch mal, was eigentlich da so dahinter steckt immer. Ja, also eigentlich ist das im Endeffekt genau das Gleiche wie bei allen anderen Boostern. Aber ich mache da eigentlich gar keine Unterschiede zwischen verboten oder nicht verboten. Spielt für mich gar keine Rolle. Alles das Gleiche im Endeffekt. Ja, ist natürlich die Härte ist dann halt etwas anderes, aber die Aussagen von vorhin zum Thema Booster sind eigentlich die gleichen wie zu den verbotenen Boostern. Also von mir aus wurde schon alles gesagt. Ja, das kann man tatsächlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Man muss einfach nur sagen, es ist halt ein Medikamentenmissbrauch in dem Fall. Ja, man sollte sich halt auch nicht irgendwie Ephedrin reinballern. Man sollte sich halt auch nicht Speed reinballern. Ja, wenn man das jetzt mal irgendwie vergleicht, so vom Suchtpotenzial her, von einem Booster, von einem Hardcore-Booster, von einem verbotenen Booster, was auch immer, dann sind wir bei einer Vorstufe von Amphetamin. Im Idealfall so, ergo hast du auch die gleiche Abhängigkeit von Amphetamin.
Du wirst natürlich jetzt nicht irgendwie einen Opiatentzug machen müssen oder sowas, sondern wirst dich halt ungefähr eine Woche oder zwei Wochen lang scheiße fühlen, weil dein Körper entgiftet. Das kannst du noch beschleunigen mit solchen wie, was weiß ich, Einläufen und Brennnesseltee und was auch immer und Salbeitee und so einem Dreck. Aber letzten Endes ist es so, es ist eine verbotene Substanz, ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und ihr werdet süchtig von dem Scheiß und es macht euch letztendlich kaputt. Also, ja. Bei kaputt, weiter an Martin. Dankeschön. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich mit illegalen und verbotenen Substanzen nichts zu tun habe. Insofern kann ich zu den Pre-Workout oder verbotenen Boostern auch nichts zu sagen. Außer, ich habe mal früher, da war die noch legal, den 1MR genommen. Das war auch, glaube ich, der einzige Booster, der bei mir angeschlagen hat. Leider gibt es den nicht mehr, also den will ich noch auf jeden Fall noch mal testen. Der Jack 3D und die ganzen anderen, die wirken bei mir auch nicht. Letztens habe ich einen von Matze bekommen, der war okay. Also der hat auf jeden Fall Pump gebracht. Kein Fokus, aber Pump. Gut, hat in dem Moment natürlich auch gereicht als Booster. Ne? Also Fokus brauche ich nicht, weil wenn ich ins Training gehe, dann habe ich einfach Bock drauf. So. Insofern, ja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Der wird gezogen. Ich? Martin. Roid-Problematik. Ich glaube, wir kommen aus dem Thema gar nicht mehr raus. Gibt es eine Roid-Problematik? Nicht mit, nur ohne. Roid-Problematik, ja, was kann man dazu sagen? Also für die, die nicht wissen, was Roids sind. Ach so. Roids sind Steroide. Was sind Steroide? Ich glaube, dazu kann der Goku eigentlich sagen. Ja, die Roid-Problematik ist für mich jetzt gesehen, dass jeder zweite, dritte, vierte, wie auch immer, auf jeden Fall einer von zehn McFit, nennen wir sie mal Mitglieder, irgendwie auf Roids ist. Da sieht man einfach, wenn der Rücken einfach verpickelter wird von Tag zu Tag und die einfach so ausrasten bei 15 Kilo Bankdrücken, ne? So die 60 Kilo Typen so. Und aber trotzdem irgendwie nach zwei Monaten noch aussehen wie an Tag 1. Ne? Also ich weiß nicht, was sie falsch machen. Die trainieren irgendwie anscheinend nicht richtig. Also ich sehe da die Problematik, dass die Typen sich einfach irgendwas reinhauen, gar nicht wissen, was sie machen. Einer kam zum Beispiel zu mir und ich war im Gespräch und ich wusste erst gar nicht, was er von mir wollte. Er hat mich so angestupst und so. Und irgendwie, der meinte so voll schwitzend wie so ein Schwein zu mir, ey, kennst du dich mit Absätzen aus? Ich habe jetzt drei Monate genommen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da meinte ich so, nee, ich, keine Ahnung, ey, frag mal den da, ich glaube, der ist auch auf Stoff so, ne? Also, okay. Und dann habe ich die beiden so ein bisschen zugehört, wie die dann miteinander geredet haben. Und der da auf Stoff war, der wusste auch nichts. Also, ja, keine Ahnung, ey. Wenn man was nimmt, dann sollte man wissen, was man nimmt, wie man was nimmt und was weiß ich, ne? Einen Arzt mal konsultieren oder so. Ansonsten ist das wie, weiß ich nicht, wie würde Bob sagen, ficken ohne Gummi. Ein bisschen gefährlich, aber macht Spaß. Ey, jetzt ist immer mit dem Spiel, aber das macht es ja so lustig. Martin, dir wird das Mikro jetzt entnommen. Ja, Roid-Problematik. Das Problem ist einfach, ich würde jetzt mal behaupten, dass 90% der Konsumenten überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Die wissen nicht, was Androgen ist, die wissen nicht, was DHT ist, die haben noch nie was vom Absetzen gehört. Da kommen dann so Fragen auf, ja, Walla, ey, ich will jetzt definieren, soll ich Testosteron machen, oder? Ja, ja, als Doping-Dealer freut man sich dann natürlich, weil da kann man so ein Vial für, weiß nicht, 80 Euro so einem andrehen. Aber ja, es ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Der Sport wird immer größer.
es stoffen immer mehr, die Hemmschwelle ist auch viel geringer. Wer sich jetzt mal in so einem Discounter-Studio umhört und auch mal so, ich finde es ja auf der einen Seite immer sehr, sehr lustig, wenn ich so höre, wie sich Schwachmaten über Stoff unterhalten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Alter, die werden auch mal älter und weiß nicht, unser Krankenkassensystem wird, glaube ich, durch so viele, viele Fehltritte, was da sich jetzt einige erlauben, irgendwann mal massiv, ja, da kommen, glaube ich, so krasse Kosten auf uns zu, was man jetzt auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat, aber ich glaube, so die ganzen Krankenkassen, die werden irgendwann mal, weiß nicht, wenn du beim Arzt bist, wirklich nachfragen, ja, wie sieht's aus, hast du Stoff genommen oder nicht, werden dich erst fragen, ob du Sport gemacht hast, dann fragen sie, ob du mal gestofft hast oder nicht, weil teilweise gerade so in sozial schwächeren Gegenden, was da die Leute sich schon reinfahren, ohne zu wissen, was sie tun, das ist schon wirklich problematisch. Ja, diese Roid-Problematik. Was kann man dazu sagen? Also ich glaube, so das größte Problem ist wirklich diese Unwissenheit und deswegen habe ich Goku auch von Tag 1, wo ich ihn gesehen habe, echt extrem gefeiert. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit mit so Gedanken gespielt, Videos darüber zu machen, wobei sein Wissen meinen bei weitem übersteigt über Steroide. Deswegen habe ich das Thema komplett sein lassen und ihm das Zepter in die Hand gedrückt. Ja, also muss man das schon sagen. So ein Typ war einfach... Und ich kann es nicht oft genug betonen, notwendig. Denn was haben wir bisher von den ganzen Fitness-YouTubern gesehen? Ich bin nicht auf Stoff, ich bin nicht auf Stoff. Stoff ist scheiße. Und dann kommt ein Hamsi-Bamsi, erzählt euch irgendeine Scheiße. Ein Marcel Havas sagt, Wachstumshormone sind Steroide. Das sind alles so Sachen, die Leute verstehen, die Basic noch nicht mal. Die einfachsten Sachen, das Einmaleins, haben die nicht mal im Griff, ja? Und da fangen die schon an, mit uneigentlichen Integralen zu rechnen, um es mal so zu sagen, ja? Ganz krass. Ja, und das finde ich extrem beschissen und das gehört auch nicht dahin. Aufklärung, so wie es Goku macht, ist das Beste, was eigentlich Fitness-YouTube passieren konnte. Muss man einfach so sagen und jeder, der dann immer noch die Augen verschließt, muss man einfach sagen, ist selber schuld. Jemand, der stoffen will, der wird stoffen. Ja, da braucht sich kein Fitness-YouTuber hinsetzen und sagen, eure Eier werden kleiner, euer Penis schrumpft, euer Östrogen steigt an. Das ist dann auch noch so total zusammenhanglos, dass du einfach nur das Kotzen kriegst, wenn du auch nur ein bisschen Ahnung von dem Shit hast. Ja, und deswegen gebe ich das Zepter weiter an den König. Oh, vielen Dank. Ja, erstmal tatsächlich vielen Dank, weil ich hätte auch nicht erwartet, dass dieser Channel so explodiert. Da auch nochmal vielen Dank erstmal an Bob, an Marcel, an von der Stelle hier auch nochmal an Flair und an die ganze Community. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich, aber für euch machen wir das ja hier auch. Also es ist jetzt so, dass man das macht, weil es einem am Herzen liegt. Und die Roid-Problematik sehe ich halt einfach darin, dass, wo fangen Roids an und wo hören Roids auf? Das ist jetzt wieder diese Problematik, wenn du hast diese Pro-Hormon-Geschichte, die ist ein ganz, ganz großes Problem. Diese Sarm-Geschichte, selektive Androgen-Rezeptormodulatoren, das ist auch ein ganz großes Problem. Die Peptid-Geschichte ist ein ganz großes Problem. Das sind per se erstmal alles keine Roids im eigentlichen Sinne, sondern irgendwelche Vorstufen oder irgendwelche Abwandlungen oder Abarten oder was auch immer. Und deswegen sind die alle so halblegal. Passt da bitte auch auf, Leute, weil dazu gibt es keine Studien. Ich kann natürlich nicht sagen, nehmt dann lieber ein Testo. Aber rein von dem Grad, dem Erforschungsgrad und dem ganzen Scheiß, ist es halt, ja, so schlimm es klingt. Aber es wäre erstmal natürlich nichts nehmen, ist klar. Aber wenn man sich entscheiden müsste zwischen A oder B, würde ich dann nicht die Sams und den ganzen anderen Scheiß nehmen, weil das nirgendwo erforscht ist. Und beispielsweise IGF-1 warte ich jetzt gerade noch eine Studie ab, die nachweist, dass der Scheiß Krebs erregt. So, und mit Krebs ist halt nicht zu spaßen, das wissen wir alle. Und diese Pro-Hormon-Geschichte, das bisschen Leberproblematik, das sehe ich noch nicht mal als schlimm an. Die Samengeschichte, ich habe jetzt gerade heute schon wieder eine Nachricht darüber bekommen, dass jemand einen
Blutbild von jemandem hat, dessen Leukozytenzahl sich auch wieder negativ verschoben hat. Also diese ganze Geschichte, wenn es dann darum geht, bleibe ich natural, bleibe ich nicht natural. Wenn ihr natural bleiben wollt, dann bleibt bitte natural, aber lasst doch die Finger von Sams, Prohormonen und was auch immer. Und ansonsten nehmt das, wo die meiste Studienlage zu existiert und was auch immer, und geht vorher zum Arzt und lasst das checken. Gut, wer ist dran? Ich glaube du. Ja. Ja. Du wolltest dich vordrängen. Ich weiß nicht, gehen wir nicht immer so durch? Ja, komm. Warst du nicht jetzt dran? Ich lass dich vor. Echt jetzt? Julia zieht hoch? Das Julchen. Das Julchen. Ja, Julian zieht los. Du. Ihr müsst noch so. Ja, was soll ich zu Julian Zietlow sagen? Er macht sein Ding. Er ist aus meiner Welt nicht so, so abgedreht wie andere Leute, denen irgendwelche Jugendlichen scheißegal sind, die man nur zum Ausbeuten sieht, die man nur als wandelnde Geldbörsen bezeichnen möchte. Er macht halt ein 10-Wochen-Programm und ein Size-Zero-Programm und was auch immer. Ja. Kennt ja meine Meinung zu solchen Programmen. Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen, glaube ich. Ja, das Julchen, ne? Da habe ich auch noch mal was im Matze-Interview, Team Andro-Interview noch mal, das kommt auch noch mal. Julian Zietlow, ich kann eigentlich nichts Negatives über diesen Jungen sagen. Man hört hier und da ein paar Geschichten über ihn, aber mir geht es immer nur darum, was tut der Mensch? Also, wenn ein Mensch ein Programm hat, voll okay. Wenn der Mensch Affiliate-Links hat, voll okay. Also es gibt immer nur Grenzen. Es gibt immer nur Grenzen und die werden dann für mich überschritten, wenn unglaubwürdige Träume verkauft werden und die dann auch wirklich massiv verkauft werden, wenn abgezockt wird, wenn Glücksspiel mit dabei ist. Also alles so Sachen, die süchtig machen können, die wirklich Abo fallen, all dieses verkackte Zeug. Also sobald das dann der Fall ist, hört bei mir der Spaß auf. Und all das macht der Julian Zietlow nicht, ja. Und zu diesem Thema Neid, also ich glaube, wenn ich auf jemanden neidisch sein würde, dann wäre, glaube ich, Zietlow würde da wohl die größte Zielscheibe abgeben, weil ich glaube, kohletechnisch macht ihm da keiner etwas vor. Also da kann, also ich meine, so viele Size Zero Mädels, wie ich teilweise im Laden habe, wirklich zeitgleich ab und zu sogar 3 auf einmal. Das ist also wirklich krass. Und ich will gar nicht wissen, was der an Kohle macht. Das ist so ein Ding, so, das gönne ich ihm und das ist voll okay und das soll er machen. Also mir ging es nie darum, ja, nur mal zu diesem Thema Neid. Julian Zietlow, ich habe kein Problem mit dem Jungen. Denk mal, der wird mir so das ein oder andere Filet mal ausgeben, ne? Dich zieh ich richtig aus, dich mache ich richtig arm, Junge! Curry36. Ja, also wie gesagt, kein Problem mit ihm. Ich muss dazu sagen, dass sich einige Leute darüber beschweren, dass so ein Karlchen bekommt voll auf den Sack und ein Zietlow geht so weg. Der eine verdient's und der andere verdient es eben nicht. Punkt. So einfach wird ein Schuh draus. Ja? Und wenn ihr ein Problem mit dem Zietlow habt, jetzt mal an alle, die mir das so vorwerfen, macht doch was gegen ihn. Macht ein Video und ich veröffentliche es sogar. Und dann könnt ihr mal sehen, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, also das war nie mein Anliegen, jeden in den Arsch zu ficken. Ja, um Gottes Willen. Also, in diesem Sinne, Julian, kein Problem mit dir. Alles cool. Ja. Ja, ich sehe das eigentlich mit dem Herrn Zietlow auch sehr entspannt. Ich weiß, er bekommt immer so sehr, sehr viel Hate ab von den unter 100 Kilo ist Pussy Team Andro Silberrücken Heavyweight XXXL Fanatikern. Aber ihr müsst euch immer überlegen, der Julian ist der, der bei RTL für den Sport die Fahne hochhält. Das ist der, der die, weiß nicht, wie viele Frauen der zum Training bewegt hat. Ja, wenn ihr jetzt euch in eurem McFit umschaut, wie viele Mädels sind da?
diesem Size Zero, ja. Wie viele, ja, gerade so in dem ganzen Mainstream, wer ist denn bei RTL Pro7, TAF und so weiter? Ich weiß jetzt nicht, ob er da überall war, aber da ist er so der Einzige, weil er sich auch hinstellen kann und mal drei Sätze gerade rausbringt, ja. Sein 10-Wochen-Programm und Size Zero, das ist jetzt alles irgendwie, sind keine Verbrechen an der Menschheit. Wer abspecken will und das macht und sich daran hält, das wird funktionieren. Seine Subs, ja, ich glaube, er wird uns da nichts zuschicken, weil er schon weiß, dass wir halt da wirklich kritisch immer hingucken. Aber am Ende des Tages sind seine Subs kein Wämmer. Ja? Es sind halt Subs und ich glaube, preis-leistungsmäßig ist das eben so, wie es bei anderen Herstellern auch ist. Also, ja, ich kann da auch nichts Negatives gegen ihn sagen. Er macht das alles halt so ein bisschen mehr für den Mainstream, wobei das auch nicht verkehrt ist. Ich meine, wir haben hier in Berlin, glaube ich, 20 McFit-Studios. Dann haben wir FitX, High Five etc. Das kommt alles dazu. Das kommt ja nicht wegen den Team Andro-Leuten, sondern das kommt eben, weil dieser Sport jetzt Mainstream wird. Und abgesehen von GA und BroPro und wie sie alle heißen, ist, denke ich, schon so der Julian mit dem, was er macht, so eine große Säule, was diesen Sport und diesen Lifestyle angeht. Daher, ja, kann ich nichts Negatives sagen. Ja, zum Thema Julian Zietlow kann ich gar nicht so viel sagen. Ich muss auch sagen, ich habe den früher nie verfolgt. Also ich war jetzt keiner auf meiner Abonnentenliste oder so. Aber man kannte den Namen halt immer. Aber das hat, also die Fitness-YouTuber haben mich auch früher nie wirklich interessiert. Insofern, aber ich finde das gut, dass gerade er, also ich fand sein Kritikvideo an deutschen Bodybuilding-Meisterschaften. Ja, das fand ich auch richtig gut. Ja, also ja. Genau, der hat halt kritisiert, dass das halt sehr öde, sehr langweilig, man glaubt irgendwie, die Zeit ist stehen geblieben. Ja. Und das ist halt so, ne? Ich kenne das als Zuschauer, ich kenne es als Athlet. Ja, ich meine, ich bin... Ja, ja, okay. Ich meine, ich bin ins Finale gekommen. Ach ja, stimmt, da musst du immer dazu sagen, als Natural. Als Natural. Du musst immer sagen. Ja, sonst ja. Denkt man, du bist stimmt, auf Stoff. Ja, ja, Athleten sind auf Stoff, Naturalathleten sind nicht auf Stoff. Ne? Ja, als Naturalathlet, ich meine, ich bin ja auch ins Finale gekommen, insofern kann ich mich auch Athlet beschimpfen. Nee, also dass solche YouTuber wie er, gerade die Frauen, also früher war es so, die Männer haben halt nur Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen gemacht und er bringt halt die Frauen dazu, jetzt Squat zu machen. Und ja, man sieht halt immer mehr Frauen mit Yoga-Pants und einer Stange irgendwie. Ne? Was denn her? Heute noch. Okay, ich muss... Okay, ich muss mich korrigieren. Solche Leute wie Julian Zietlow sollten verbannt werden, weil zu viele Frauen einfach uns Athleten erstmal die Gewichte wegnehmen. Ja. Wobei, nee, die nehmen ja eh nur die 5 Kilo. Die Squat, ja, die Squat, genau, ne? Und wir haben keinen Platz, wir haben keine Zeit, Zeit ist Geld. Und